Moin Leute, willkommen zurück zu Uncharted The Lost Legacy und wir sind hier bei diesem dritten Turm oder wie auch immer. Sind hier irgendwie Gegner oder warum hast du dich hier so mit der Pistole geduckt? Wie witzig ist das denn? Aber naja, gehen wir mal weiter wieder zurück. So. So. Ich hoffe, da sind nicht noch mehr Soldaten gekommen. Suchen wir einen Weg nach draußen. Wenn Aber es sie. am Wagen ist, zahlt das Essen. Ich habe Verpflegung dabei. Spaßbremse. Aber dann machen wir doch mal, dass wir schnell beim Wagen sind, nicht wahr? Seht nach. Ross und Fraser sind hier vielleicht noch. Kommt raus und zeigt euch. Ihr wisst, dass ihr hier seid. So, Alter. Puh. Das war ja klar, dass hier wieder irgendwer kommt. Und da ist auch so ein Typ. So schnell. Huh. Da kommen ja immer mehr. Oh, danke. Danke dafür. So, komm ruhig. Ach, der geht wieder weg. Was ist das denn? Ist doch langweilig. Jetzt müssen wir die alle noch machen jetzt, oder wie? So. Komm ruhig wieder her. So. Aber das sollten wir noch hinkriegen. So nämlich. Ich gehe mal hier hoch. Warte. Ich gehe mal hier hin. So. Man muss ja sich auch erstmal wieder einen Überblick über die Lage verschaffen. Da unten ist auf jeden Fall einer. Der schon ein bisschen nervt, muss man sagen. Deswegen wird er jetzt weggemacht. Ja, geht ruhig alle dahin. Da unten ist auch hohes Gras, ne? Gehe ich doch da lieber hin. Dann habe ich hier habe ich wenigstens eine reelle Chance überhaupt. Oh. Wollte ich gar nicht. Aber die wissen da trotzdem nicht, wo wir jetzt herkamen.
So. Den holen wir uns. Verdammt. Okay, dann machen wir die jetzt auch. Naja, also jetzt. Von wo denn? Ah, von da. Ah, diese Waffe ist schon nice. Okay, geschafft. No. Diesmal wirklich. Easy. Gut hinbekommen unter diesen Umständen. Was ist denn das? Kein wirkliches Kampftraining. Ah, ein wenig impulsiv. Läufst du das Feld wie eine Irre? Du solltest lernen, was schnelles, kontrolliertes Schießen bedeutet. Okay. Und dann trägst du auch noch Rot bei einem Dschungelkampf. Ich meine, ernsthaft? Na, so schlimm ist es doch nun auch wieder nicht. Okay. So, hey, wo geht's jetzt hin? Falls du dich noch irgendwo umschauen willst, solltest du das jetzt tun. Okay. Naja, das habe ich auch vor. Nicht wahr? Ich muss ja eigentlich nur noch hier rechts. Schau mal, ich glaube, dass dein knallharter Ruf für diesen Job gesorgt hat. Und du könntest das Geld sicher gut brauchen. Da hast du nicht unrecht. Weißt du was? Eigentlich nett, so einen Moment. Jetzt können wir die Unterhaltung leider nicht mithören, aber die wird gleich wahrscheinlich wieder fortgesetzt. Nicht wahr? Okay. Okay. Ich hoffe, wir müssen nicht da komplett hoch auf diesen Berg. Das fände ich doch wirklich nicht so schön. Da drüben ist eine kleine Höhle. Oh nein. Oh verdammt, jetzt muss ich hier wieder hochlaufen oder was? Was ist das denn? Das haben wir aber nicht ausgemacht hier. Aber was gemacht werden muss, muss gemacht werden, nicht wahr? Deswegen klettern wir da auch schön wieder hoch. So. So. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir dieses Verstecken. Das Plättchen. Und das war Nummer 11. Ja, das war das letzte. Jetzt gehen wir nur noch da oben hin. Und dann läuft der Hase. Ich hoffe, sie hat jetzt mit nachgedacht und hat den Wagen jetzt da unten hingestellt. Jawohl. So, nämlich. Gut. Nicht anders. Wir sprachen gerade worüber? Ach, ja. Ganz ehrlich, es ist auch schön zur Abwechslung mal mit einer Frau zu arbeiten. Das stimmt. Es gibt nicht viele von uns. Dieser eine Waffenhändler wollte den Boss sprechen. Als ich ihm sagte, dass ich das Sagen habe, wollte er aussteigen. Ah, was hast du gemacht? Ihm beide Beine gebrochen. Oh Gott. Oh, das ist kein Witz. Ich wollte mich nur dem Niveau anpassen. Oh, leg dich nicht mit Ross an. Das sollte ich auf meine Visitenkarte schreiben. Hier sind wir. Einfach aufhören, einen Schlussstrich unter Shoreline ziehen? Ich wurde da reingeboren. Ich habe keine Wahl. Oh, man hat... Oh, warte mal. Lass uns das unterbrechen. Hey, stöbern wir etwas rum? Bin direkt hinter dir. Naja, ich weiß auch was wir jetzt machen. So, wir holen uns dieses Teil. Können wir eigentlich die Affen abschießen? Geht wahrscheinlich nicht. Hatte ich auch nicht vor. Und zwar, ich habe gefragt von Freund oder so. So.
wirklich schöner Preis ist das. Es wird einiges einbringen, falls ich es nicht behalte. Und jetzt? Schauen. Jetzt geht's hier rein. Sie haben den Rubin der Königin gefunden. Der Rubin der Königin reagiert. Oh, habe ich nicht ganz zu Ende lesen können. Macht aber auch nichts. Warte mal, kann ich das nochmal nachlesen? Rubin der Königin. Wo steht das? Wo könnte das bei Statistik stehen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Schätze. Hey, schau mal da. Du bist süß. Oh. Jetzt wirst du rot. Was haben wir denn hier? Einmal. Wir haben einmal ein Häuserler Kukri. Na, was haben wir sonst noch gekriegt? Haben wir nur diesen Häuserler-Kukri gekriegt? Oder haben wir auch noch... Ne, ich glaube, das war das, was wir gekriegt haben. So, und das war's jetzt, oder wie? Aber falls ihr das nochmal... Ihr könnt ja wahrscheinlich nochmal zurückspulen und so. Dann könntet ihr mir ja vielleicht irgendwie sagen, was dieser Rubin nochmal macht. Oder ich gucke mir das irgendwie selber nochmal an oder so. Weiß ich nicht. So. Jetzt gehen wir wieder zurück. Hier können wir nichts mehr machen. Okay, sehen wir mal nach, was es mit diesen Wasserfällen auf sich hat. Ja. Das wollte ich auch gerade machen. Das war genau das, was ich vorhatte. Fraser, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig. Schieß los. Du und Nathan Drake. Alles rein professionell? Meistens. Oh Gott. Wie? Wie? Hey, komm mal lieber von deinem hohen Ross runter. Asaf? Und der andere, dieser Fondarsch? Ich hatte keine Wahl. Das war ein Mittel zum Zweck. Aber Drake? Der war gar nicht so schlecht. Ich meine... Oh, hier sind wir falsch. Klugscheißer. Oh, er kann echt wahnsinnig nerven. Aber er ist doch ganz charmant. Es fühlte sich gut an, solange es hielt. Das hier kommen wir nicht hoch. Denke ich. Aber sag mal, habt ihr euch mit dem Reden abgewechselt oder einfach durcheinander gequatscht? Ich muss wahrscheinlich über die Brücke da, ne? Ja. So, ich warte darauf, dass die weiterreden, aber scheint wohl nicht zu passieren. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Auf die Brücke. So, die reden anscheinend gar nicht mehr. Ich werde mal zu dem Turm fahren, vielleicht kann man da Näheres besser betrachten. Das ist ein bisschen chaotisch gerade, wie ich hier rumfahre, ich gebe es zu. Hier hoch, da will ich hin, genau.
Da ist der Turm. Aber Gegner scheint es hier wirklich nicht mehr zu geben, oder? Kann sein, dass wir hier hoch müssen. Kann sein, theoretisch. Ich werde dann mal hier hochfahren. So, sieht ja schon mal, naja, aus. Ah! Kommt man irgendwie hier hoch? Weil wie kommt man sonst da hoch? Ich schaue mich nur kurz um. Ja, warte mal, was ist das denn hier überhaupt? Naja, aber hier geht's ja nicht weiter. Warte mal, ich guck mal. Warte, man kommt doch da unten rüber. Wie, ich fahre mich jetzt hier irgendwo fest. Also dann, ne. Ah, hier. Jetzt hier hoch. Jetzt wahrscheinlich, warte mal. Ich schaue mich nur kurz um. Was ist das hier? Wir werden es wohl nie erfahren. War vielleicht mal ein Tor oder so. Ich weiß nicht. So. Jetzt geht's weiter hoch. Und da sind wir beim Wasserfall. Kommst du? Ja, bin dabei. So. Gucken wir mal. Atemberaubend. Was schätzt du, wie lange es dauert, sowas zu machen? Jahre. Vielleicht Jahrzehnte. Die Häuserler verstanden sich echt auf Bildhauerei. Auf Krieg, wie es scheint. Das auch. Das hier wurde sicherlich zur Feier ihres Sieges über die Perser gemacht. Haben sich offenbar tapfer geschlagen. Das haben sie. Leider war es nicht von Dauer. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn, stimmt's? Das Bild kommt mir bekannt vor. Dieses Bild entspricht genau dem auf der Scheibe. Und was bedeutet das? Weiß ich noch nicht. Aber ich würde sagen, wir probieren das mal. So. Ja, wir probieren das mal. So. Wir tanzen. Versuch es diesmal nicht kaputt. Frechheit. So, mal gucken, ob das jetzt aufgeht. Sieht so aus. Oh. So gefällt mir das. Damit hatte ich nicht gerechnet. Bereit? Ja. Ich, Hier müssen wir. Genießen nur den Augenblick. Hier müssen wir wohl zu Fuß weitergehen. Nicht wahr? Oh mein Gott. Oh. Willkommen im Stadtkern von Halebid. Im letzten bekannten Ruheort von Ganeshas Stoßzahn. Spektakulär. Was? Sieht es nicht aus, als wäre da ein Damm oder so zwischen den beiden Ganesha-Statuen? Vielleicht vom Wasserfall weggespült. Und wie kommen wir dann rein? Moment. Ist da Asaf? Sieh dir die Krone an. Ach nee, doch nicht. Das war keine Erosion.
hast recht. Vielleicht war das ein Wachturm? Bestimmt kamen so die Perser rein. Ich habe von diesem Ort schon so lange gehört. Und jetzt sehe ich ihn mit eigenen Augen. Mach doch ein Foto. Und schick es deinem Dad. Tolle Idee. Was? Sag bloß, du kannst keinen Computer bedienen. Dann mach ein Foto und zeig's ihm persönlich. Nein, es ist nur ein paar Jahrzehnte zu spät dafür. Hör zu, ich... Oh Gott, bitte nicht. Alles gut. Wollen wir jetzt nach Hallebeet? Ja. Komm. Okay, wir werden nach Hallebeet, aber erst in der nächsten Folge, ja. Also, dann bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.